Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin eure Jurassica Parker wieder live aus Berlin. Wir haben heute den Sohn zum 4. Dezember. Ich weiß es nicht genau, weil ich zähle schon lange keine Daten mehr. Und ich befinde mich heute auf der Christmas Avenue hier am Nollendorfplatz, der queere Weihnachtsmarkt Berlins. Noch bis zum 23.12. könnt ihr hierher kommen und euch, guck mal nach oben, Ron. Wir sind nämlich direkt unter den U-Bahn-Trassen. Der U1 und der U2 und der U12. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern ich möchte euch heute zeigen, wie wunderbar dieser Weihnachtsmarkt ist. Wir haben heute minus 1 Grad, der kälteste Tag des Jahres bislang. Egal, ich habe Thermounterwäsche an und wir gehen jetzt mal rein. Folge mir unauffällig, Ron. Schau mal hier, Pride. Aber erstmal müssen wir natürlich ein bisschen Glühwein trinken und ein paar Puffer essen. Ach, da sind Mösen. Ron, guck doch mal, da sind Mösen. Und da sind Penisse. Was ist das? Ach, Weihnachtsbaum. Ach, da muss ich meiner Mutter was mitbringen. Die Christmas Avenue ist ja nicht nur ein Weihnachtsmarkt, sondern die unterstützt natürlich auch ganz, nicht natürlich, weil das ist nämlich State of the Art, ganz, ganz viele verschiedene soziale Engagements und Projekte, queere Projekte. Natürlich sind in diesem Jahr viele, viele Projekte aus der Ukraine mit dabei, die LGBT Live, und wir haben die Vorstandsvorsitzende Fatal Flash hier in der Bude. Folgt mir mal, wir machen mal ein kleines Interview. Du bist ja sehr klein. Hallo, mein Schatz. Hallo. Was macht ihr bei the LGBT Live? Mich und mein Verein LGBT Live, wir arbeiten für LGBT-Geflüchtete und für LGBT-Menschen aus der ganzen Welt, und mich hilft verschiedene Menschen mit Integration und Sozialisierung in Berlin, in Deutschland, mit kulturellen Projekten, verschiedene kulturelle Projekte auch. Ich werde gleich noch was für meine Mutter kaufen, weil die ist auch großer Penis-Fan. Oh Gott, das schneiden wir gleich wieder raus. Ich glaube, im Moment, wir haben ein großes Problem mit Homophobie. Ja, ich weiß, wir können das von verschiedenen Menschen hören, aber das ist ein großes Problem in Berlin zurzeit, weil in diesem Moment, in diesem Jahr Homophobie sehr hoch. Und das hier unten, das sind Seifen. Ist alles Seife. Das sind Seifen. Mhm. Das bedeutet, hier in den Penissen macht man dann so. Da kann man dann so machen. Zum Waschen kannst du dir ans Waschbecken stellen oder machst du so, genau. Das ist auch ganz schön versaut. Wenn euch was passiert auf der Straße, liebe Zuschauer da draußen, das Wichtigste ist, Vorfälle zu melden, oder? Ja, sehr, sehr wichtig. Wenn Sie sehen etwas oder etwas mit Sie passiert, melden das sofort zur Polizei, weil wir als Community, Gemeinschaft, können zusammen diese Probleme löschen. Nur zusammen. Ich möchte die Möse mit dem Heiligenschein. Wenn ihr Zuschauende euch unterstützen möchten finanziell, wie kann man das machen? Wir haben PayPal, wir haben Bankaccount und Sie können auch das sehen auf unserer Webseite www.thelgbtlife.de. Und dann erstmal noch einen schönen Abend und wir sehen uns nachher nochmal auf dem Glühweinchen. Tschüss! Komm, Ron, komm, wir gehen erstmal wieder hier raus. Ja, natürlich. Halt drauf, ich bin ja wahnsinnig prominent. Natürlich. Ich bin ja wahnsinnig prominent. Oh. Schaut mal, ist das weihnachtlich gestaltet? Und das hier sind alles queere Menschen. Ist alles so niedrig hier, Ron. Guck mal, ich komme hier gar nicht. Da ist jetzt die Show. Froh, dass du da bist. Das ist die Show. Gleich wird vielleicht gesungen. Warte mal. Was ganz Neues ist da, die Schnecken, die Snails, mit der, was die bei den Jungen, das Pärchen macht, die bei den Mädchen. Schnecken. Oh, das ist köstlich. Müsst ihr probieren. Glühwein ist von echtem. Da gibt's Schnecken. Okay, wir probieren nachher Schnecken. Wir probieren Schnecken. Wir probieren Schnecken. Na gut, jetzt geht's, warte mal. Merry Christmas from the Weihnachten on the Christmas Avenue. Roman Schönes! Oh. Schade. Oh. Mir ist ein bisschen frisch, aber ansonsten geht es mir sehr gut. Ich freue mich, heute hier zu sein, und ich mache heute für euch meine kleinen YouTube-Doku und Instagram-Doku. Das werdet ihr demnächst im Internet sehen können. Wie schön, dass hier auf der Christmas Avenue und auf dem Winter Days ist. Hör mal, das hast du doch auswendig gelernt. Sehe ich von hinten auch schön aus, Ron? Bin ich schön? Bin schön, okay, gut.
Oh, Marie Mon Dieu hat ein neues Kostüm an. Ein bisschen was von einer Zitrone mit Sahnehäubchen. Aber dass sie nicht friert, wundert mich. Ich meine, guck mal, die hat ja nur Strumpfhosen an. Und sonst ja halt nur diese Sahnebaiser, ja? Ich meine, die arme Frau, die muss sich doch die Brüste abfrieren. Meine Güte, also alles für die Kunst, meine Lieben. So, mal, ich suche jetzt mal nach geltungsbedürftigen Schwulen, warte mal. Sehr besinnlich tatsächlich schon. Ich komme gerade so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Aber ich möchte auch Schnecken essen. Hi, ich habe gehört, bei euch gibt es Schnecken. Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, das sind richtige Schnecken. Tja. Aber, also ich meine jetzt so Schnecken, so im Haus, aber das sind Gebäckschnecken. Ja, richtig. Ron, film doch mal bitte kurzes Angebot. Das Pflaume-Apfel-Marzipan, das hört sich wahnsinnig köstlich an. Mhm. Ich würde erstmal was Deftiges essen. Ja, wir haben hier auch deftige Schnecken. Nee, ich will was Warmes essen. Die sind geschäftstüchtig, meine Lieben. So, ihr Mäuse, meine Güte, jetzt ist hier Disco, aber passt mal auf, ich habe natürlich Access All Areas und wir gehen jetzt mal nach hinten ins Backstage und ich sag euch, der ist sehr glamourös. Ron, bist du da? Achtung, Stufe, warte mal, geht das? Bitte, brich dir nicht die Hüfte. Ich brauch dich noch, Ron. So, und jetzt schaut mal, ist das süß gestaltet? Ist mir gerade Rotze aus der Nase gelaufen? Ich habe da so Feuchte gerade gespürt. Habe ich Rotze an der Nase? Das ist das Bütchen. Schaut mal, da ist das Bütchen. Und da gehen wir jetzt mal rein. Oh, hier riecht es aber nach Travestie hier drin. Meine Güte. Es riecht nach Travestie. Nach Travestie. It's Mattes Parfum, meine Liebe. Oh, actually, my name is Norman Schellest. I'm from Ukraine. I'm a singer-songwriter. And this year, I'm a part of Winter Days and Christmas Avenue family. Which are the most important topics for you? Nowadays, of course, it's Ukraine. Nowadays, of course, it's the human rights. It's about the identity. It's about freedom. It's about the, you know, being to find the joy in this sadness. This is what we try to do. Er ist so bescheiden, er ist so süß. Aber auch auf der ganzen Christmas Avenue, wir haben so viele Menschen, Geflüchtete aus Russland auch und so weiter. Und das ergibt sich ganz natürlich. Man kann dich also das Maskottchen der Christmas Avenue nennen, oder? Das, ja. Ich habe dich heute schon genannt, du siehst heute aus wie eine Zitrone mit Sahnebaiser. Ich habe gedacht, ich versuche mal was in ein Quick Change, in einen schnellen Umzug, das gerade reingepasst. Ja. Ich habe aber gefragt, ob ich es darf natürlich, sonst ist es wieder kulturelle Aneignung. Du meinst, wenn du als Zitrone mit Sahne besiegst, ist kulturelle Aneignung? Nein, ich habe keine Rotze an der Nase. So, jetzt, aber es ist so feucht, warte mal. Okay, I love your outfit. Meine Güte, das hab dich doch nicht. Weißt du, so. Wer am Montag kommt zur Eröffnung der Christmas Avenue? Franziska Giffey. Wenn ich da nicht richtig gekleidet bin, habe ich sofort ein Problem. Ich verwechsel Franziska Giffey immer mit Margot Schlünske optisch. Hab ich keine Rotze an der Nase? Hab ich Rotze? Weil ich habe gemerkt... Seran Ateş wird da sein und über Iran auch sprechen. Jeden Abend frage ich, ob die Gasrechnung schon gekommen ist. Das ist jetzt so. Ja, das ist so. Es sind komplizierte Zeiten im Moment. Ich habe ein eigenes Mikrofon, Marie. You're in the mode. Kommt einfach vorbei. Wir geben uns große Mühe, euch einen schönen Safe Space zu machen. Ein bisschen vorweihnachtlich. Wie hier so, wie Wasser, ihr süßen Mäuse. Und deshalb jetzt entspannt ihr euch erstmal ein bisschen und ich gehe raus und werde mich durch die Fressmeile fressen. Merci. Tschüss. Wir sind eigentlich alle geltungsbedürftig. Grüßlichen, hallo. Also ich muss sagen, ich kann mich an keine einzige Christmas Avenue erinnern, wo ich mal nüchtern war. Also so. Es ist irgendwie, man ist irgendwie da und merkt plötzlich, man ist hier und es ist immer so ein wohlig warmes Gefühl. Also man ist da und man merkt, man ist hier. Genau. Das ist wie als wenn. Und das da hinten ist Käsesoße? Das ist hausgemachte Käsesoße. Dann haben wir noch einen selbstgemachten Hirschgulasch. Ach geil, okay, ich verstehe.
ist einfach ein schöner Weihnachtsmarkt, ist mal was anderes, als was sonst so in Berlin los ist. Weil halt auch schwul und so. Ja, ne? Uns ja? Überdacht, ja. Trocken trinken, sage ich nur. Ja, wenn halt nicht die Kacke von den Tauben runterfällt. Na, die haben sie ja hoffentlich weggemacht vorher. Das ist man nicht so, genau. Und die Pisse haben sie auch ein bisschen überstreut. Ach, hier ist normalerweise Pisse. Ja, es stinkt normalerweise ganz doll. Ach, hier. Ron, film mal bitte kurz. Da ist eigentlich Pisse. Schaut mal hier, die sind ja alle süß. Sind ja alle süß. Ich suche erstmal so Süße, warte mal. Du bist heterosexuell. Ja. Das tut mir sehr leid. Leider, man ja. Man lebt damit, man lebt damit. Ja, ne, man kann sich damit abfinden, weil ich habe auch hier meine Dame hier. Das ist Hallo, die Sarah, deine die ist Dame. Gekommen, ja. Wie heißt du, mein Schatz? Ich heiße Markus. Hallo Markus, was machst du denn hier? So wie das hier gemacht ist, das sogenannte Hallbild, kannst du bei mir bestellen, dein Lieblingsfoto für immer in Holz. Ach Gott, das ist ja großartig. Genau. Ist der süß. Schönes Abschlusswort und ich gehe jetzt fressen. Dankeschön, Marco. Wir arbeiten drin. Und dann warte ich noch auf dieses Knusperhäuschen mit diesen schönen Löchern, wo man dann halt... die Penisse durchstecken kann. Ja, genau. Ja, dann, ach, Krebs. Ach, der ist auch ein bisschen süß. Hi. Du bist süß. Ich bin süß. Wie heißt du denn? Sergio. Sergio. Oh, genau. Italienisch? Spanisch, geil. Ja. Was machst denn du hier? Du machst Krebs? Ich mach Krebs, genau. Sergio. Ach, und guck doch mal. Ach, guck doch mal, die kleine Maus. Dann würdet ihr wiederkommen? Ja. Oder trefft ihr noch Freundinnen, Freunde oder seid ihr nur zu zweit und knutscht gleich noch? Zu dritt? Ja. Mit einer Freundin von uns? Ach da, mit der knutscht ihr dann. Knutschen ihr knutscht dann auch noch. Geil. Dann freue ich euch viel Spaß. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Und dann mit Zunge aber nur. Ne? So, Mäusi. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt fressen. Schau mal hier. Ich habe Chili Cheese Pommes. Da freue ich mich jetzt wahnsinnig stark drauf. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit dabei wart heute bei meinem kleinen Rundgang über die Christmas Avenue. Bis dahin. Und ich werde jetzt endlich essen. Oh geil.